stand eine Formel mit nur 4 Zeichen. Dank ihrer genialen Einfachheit wissen wir, wie unsere Welt entstand und wie sie funktioniert. Sie erlaubt es uns, die Geheimnisse der Materie zu lüften und in die entferntesten Regionen unseres Universums zu gelangen. Der Schöpfer war ein junger Mann, Albert Einstein. Dank seines außergewöhnlichen Gespürs gelangte er weiter als alle seine Vorgänger. Dieser Film erzählt die Geschichte dieses genialen Physikers und jener Wissenschaftler, die die Voraussetzungen zur Entstehung der Theorie schufen. Es ist auch eine Geschichte von Liebe und Schmerz, von Ehrgeiz und Verrat. Es ist wohl eine der wichtigsten und sicherlich die berühmteste Gleichung der Geschichte. E gleich mc Quadrat. Alles einsteigen! Wir haben alle von Albert Einsteins großer Idee gehört, aber nur wenige Menschen verstehen sie. Selbst Einstein war sich zunächst nicht sicher, ob seine geniale Gleichung E gleich mc Quadrat stimmt. Albert, Liebling, du kommst später, als ich erwartet hatte. Wir haben nur Wurst und Käse im Haus. Was hast du? Wir müssen reden. Ist etwas passiert? Ach, nein, nichts, entschuldige. Nein. Ich habe bei der Arbeit fast den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt und Züge beobachtet. Und dann dachte ich an ein Objekt. Und wie viel Energie es wohl enthält. Darf ich es dir mal erklären? Ja, natürlich. Aber vorher essen wir, hm? Essen und reden. Ich glaube, der Herrgott lacht über mich. Einsteins Gleichung vereinigte jahrhundertealte Erkenntnisse großer Forscher. Alle hatten für ihre Ideen kämpfen müssen. Die Geschichte von E gleich mc Quadrat begann also lange vor Einstein. Mit der Entdeckung des Wesens der Energie, dem E. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kannte die Wissenschaft keine Energie, sondern nur eine Unzahl von Kräften. Zwischen denen schien es keine Verbindung zu geben, wie etwa der Kraft des Windes, der einer schließenden Tür oder eines Blitzes. Dass all diese Kräfte nur eine Form von Energie sind, war wohl die größte Entdeckung des 19. Jahrhunderts. Und die machte ausgerechnet ein anfangs ungebildeter junger Mann. Michael Faraday war der Sohn eines Schmieds, der eine Lehre als Buchbinder machte. Wissbegierig las er alle Bücher, die ihm in die Hände fielen, vor allem wissenschaftliche Werke. Seine ganze Freizeit und den knappen Lohn nutzte er zur Weiterbildung. So begann seine unglaubliche Reise in die unsichtbare Welt der Energie. Ein Kunde des Buchbinders war von dem Wissensdrang des Jungen so beeindruckt, dass er ihm eine Eintrittskarte schenkte, die Faradays Leben völlig verändern sollte. Entschuldigen Sie bitte. Dürfte ich bitte mal vorbei? Mal vorbei?
Einige von uns versuchen sich nämlich zu bilden, wenn es gestattet ist. Nur zu, bitte, bitte. Hier entlang zu einem besseren Leben. In the early 1800s, science was a pursuit of gentlemen. Im frühen 19. Jahrhundert besuchten nur Gentlemen solche Vorträge. Faraday, Lehrling und Autodidakt, gehörte nicht in diese Welt. Die Eintrittskarte erlaubte es ihm, 1812 den bedeutendsten Chemiker seiner Zeit zu erleben, Sir Humphry Davy. The most prominent chemist of the age. Wissenschaftler genossen damals einen Ruf wie heute Popstars. Karten waren schwer zu bekommen. Und Davy pflegte sein Image. Sie warten, ich weiß. Davy war auch Trendsetter. Lachgas konsumierte er, weil es eine ähnliche Wirkung wie Alkohol hat, aber keinen Kater macht. Elektrizität, meine Damen und Herren. Eine geheimnisvolle Kraft, die die verwirrende Vielfalt mannigfaltiger Wesenheiten, die uns umgeben, zu entschlüsseln vermag und in der Lage ist, Davy war ein erstklassiger Wissenschaftler, aber seine größte Entdeckung war wohl Michael Faraday. Was unbekannt war. Das war es allerdings nur, bis es mir gelang, Kalium aus geschmolzener Pottasche und Natrium aus normalem Kochsalz zu isolieren. Letzteres habe ich Ihnen ja in der vergangenen Woche demonstriert. Der Junge aus einfachen Verhältnissen setzte alles daran, Wissenschaftler zu werden. Nächtelang überarbeitete er seine Notizen von den Vorträgen Davys, um sie als Buch seinem Idol zu schenken. Herr, hilf mir, nur an andere zu denken und der Menschheit von Nutzen zu sein. Hilf mir dabei, ein Teil des Lebenskreislaufes zu werden, der dein Werk und deine Liebe ist. Herr, ich bin dein Diener. Hervorragende Arbeit, Faraday. Und? Was beabsichtigen Sie mit Ihrem Leben anzustellen? Es ist mein Wunsch, Sir, mich vom Handel zu befreien, den ich als gemein und selbstsüchtig empfinde. Und vielmehr ein Diener der Wissenschaft zu werden, welche ihre Anhänger, wie ich zu wissen glaube, zu lebenswerten und liberalen Menschen macht. Wirklich? Nun, die Erfahrung einiger Jahre wird Sie in diesem Punkt sicher eines Besseren belehren. Ich habe derzeit nichts für Sie. Ich gebe Ihnen Nachricht, sobald sich etwas ergibt. Trotz dieser demütigenden Erfahrung wurde Faraday doch noch Wissenschaftler. Seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Newman? Das ist Mr. Michael Faraday. Er wird mir zur Hand gehen bis zu meiner Genesung. Er hat mir versichert, er sei ein guter Christ. Womöglich sind Sie und ich sicher an unserem Arbeitsplatz, wenn Gott und Faraday die Chemikalien verwalten. Danke, Professor Davy. Willkommen, Faraday. Oh nein, ich danke Ihnen und Ihnen, Sir Humphry. Seien Sie fleißig und tun Sie, was man Ihnen sagt. Dann wird das schon, Faraday.1813 stellte Humphry Davy Faraday als Laborassistenten ein. Begeistert verfolgte der junge Mann nun die Arbeit seines großen Vorbildes. Die größte Sensation dieser Zeit war die Elektrizität. Noch eine Ladung, Newman. Erst vor gut 10 Jahren war die Batterie erfunden worden. Auch Davy experimentierte mit Elektrizität. Wie alle anderen erkannte auch er nicht, was hinter dieser merkwürdigen Kraft steckte. Damals glaubten die etablierten Wissenschaftler, Elektrizität ströme wie eine unsichtbare Flüssigkeit durch den Draht.
Aber um 1820 entdeckte ein dänischer Forscher, dass sich bei einem danebenliegenden Kompass die Nadel rechtwinklig zum Draht ausrichtet. Zum ersten Mal beobachteten Forscher, dass Elektrizität einen Magneten beeinflusst. Zwei bislang für eigenständig gehaltene Kräfte waren nun durch eine unerklärliche Kraft miteinander verbunden. Sehen Sie sich das mal an. Sie sind doch das helle Köpfchen hier. Vielleicht kommen Sie dahinter. Ørsted berichtet von einer erstaunlichen Beobachtung. Wir stellen den Versuch gerade nach. Versuchen wir es mit dem Kompass auf der anderen Seite. Also, das ist wirklich bemerkenswert. Aber wenn der elektrische Strom durch den Draht hindurchfließt, wieso bewegt sich die Nadel dann nicht in derselben Richtung, parallel zum Draht? Eben. Drehen wir doch mal die ganze Versuchsanordnung um. Nochmal, Newman. Also, der elektrische Strom läuft in dieser Richtung, der Kompass zeigt in diese Richtung. Wieso beeinflusst das eine das andere? Womöglich gibt die Elektrizität, während sie sich bewegt, eine unsichtbare Kraft ab. Was? Womöglich wird eine Art von elektrischer Kraft von dem Draht nach außen abgegeben. Verstehen Sie? Oh, mein lieber Freund, glauben Sie mir, dass an der Universität Cambridge die Elektrizität immer noch durch den Draht fließt. Und nicht seitlich daneben. Mag sein, dass man das in Cambridge lehrt, doch es erklärt nicht, was sich vor unseren Augen abspielt. Lassen Sie uns weitermachen. Lassen Sie uns den Kompass einmal unterhalb des Drahtes platzieren. Wieso die Kompassnadel abgelenkt wurde und warum Elektrizität überhaupt einen Einfluss hatte, dafür fanden Davy und viele andere keine Erklärung. Feiern wir nun die Eheschließung von Michael und Sarah. Dass wir alle für Faraday wurde die Klärung dieser Frage zur Obsession, angespornt durch seinen Glauben. Mit der Lösung des Problems wollte er nämlich die Geheimnisse Gottes verstehen. There is a small, almost persecuted group in London called the Sandemanians. In London gab es die Sandemanianer. Zu dieser kleinen Glaubensgemeinschaft gehörte auch Faraday. Sie glaubten, dass Gott die Welt nach einheitlichen Prinzipien erschuf. Wenn man also einen kleinen Teil entschlüsselt, erkennt man, wie alles zusammenhängt. If you opened up one little part of it, you could see how everything was connected. Wie Einstein dachte auch Faraday in Bildern. Im Gegensatz zu den anderen erkannte er intuitiv, was die Experimente zeigten. Als Faraday das Phänomen systematisch untersuchte, entdeckte er ein Muster. Damals dachte jeder, dass Kräfte nur geradlinig wirken. Faraday hingegen glaubte an unsichtbare, kreisförmige Kraftlinien um den Draht. Und er nahm an, dass der Magnet ähnliche Kraftlinien hat, die aber abgelenkt werden, wie eine Fahne im Wind. Faraday beschloss, den Aufbau des Experimentes zu ändern. Statt dass der Strom im Draht eine Kompassnadel bewegt, wollte er wissen, ob Strom, der durch einen fest verankerten Magneten fließt, einen Draht bewegt. So habe ich Sie noch nie erlebt, Faraday. Sie sehen aus wie ein glückliches Kind. Ich zittere, Newman. Innerlich zittere ich. Sehen Sie, John? Sehen Sie? Ja. This is the experiment of the century. Das ist das Experiment des Jahrhunderts. Es ist die Erfindung des Elektromotors. Große Magnete und Drahtspulen können nämlich sehr schwere Gegenstände bewegen. Aber was noch wichtiger ist, seine Erkenntnis schuf einen neuen Zweig in der Physik. Davon ahnte Faraday damals ebenso wenig wie von dem physikalischen Grundprinzip, das hinter der Erzeugung der Elektrizität in einer Batterie und der Bewegung des Drahtes durch den Magneten stand.
Noch wusste niemand, dass die vielen Kräfte nur unterschiedliche Energieformen sind. Wenige Monate zuvor wurde Davy Präsident der Royal Society, der Vereinigung britischer Wissenschaftler. Nun fand er in ihrem Journal of Science den Artikel mit der Beschreibung dieser Entdeckung. Vielleicht war er neidisch, denn er sah, sein ehemaliger Assistent, Sohn eines Schmiedes, hatte die größte Entdeckung seiner Zeit gemacht. Davy beschuldigte Faraday, er habe seine Erkenntnis von dem britischen Wissenschaftler William Wollaston abgeschrieben. Nun, Faraday, was sagt denn Wollaston zu all dem? Er hat mir geschrieben und mir versichert, dass er mir nichts übel nimmt. Und er erkennt an, dass das, was ich veröffentlicht habe, allein meine Arbeit ist. Eben. Der gute Davy spielt sich lediglich auf. Aber wird Davy seine Anschuldigungen zurücknehmen? Leider wird er das nicht tun. Er ist sogar vehementer gegen sie, als Mitglied der Royal Society aufzunehmen. Wirklich? Und was denken Sie? Faraday, mein lieber Freund, meine Stimme haben Sie ganz sicher. Und meine. Und ich glaube, Sie bekommen sogar die von Wollaston. Oh, das ist alles so dumm. Nicht weiter schlimm, nicht weiter schlimm. Was zählt, ist die Wissenschaft. Sagen Sie, Faraday, wie rotiert denn nun Ihr Draht um den Magneten? Welche geheimnisvollen Kräfte sind denn da im Werk? Es gibt offenbar eine elektromagnetische Wechselwirkung. Ich stelle mir eine Anordnung wirbelnder Kraftlinien vor, die von dem elektrifizierten Draht ausgehen. Wie ein unsichtbares Spiralnetz. Aber ein Netz unsichtbarer Kraftlinien erscheint mir ein wenig vage. Finden Sie nicht auch? Faraday, dürfte ich Sie kurz sprechen? Gewiss doch. Hören Sie, Faraday, lassen Sie den Unsinn. Nehmen Sie gefälligst Ihren Wahlaufruf von der Anschlagtafel. Sir Humphrey, ich denke, dazu besteht kein Anlass. Meine Freunde haben mich vorgeschlagen. Sie waren es, die den Aufruf aufgehängt haben. Und ich werde ihn nicht abnehmen. Guten Tag. ...1824 war es dann soweit. Die Royal Society nahm Faraday auf. 5 Jahre später starb Davy an den Folgen der eingeatmeten Gase. Faradays Entdeckung der unsichtbaren Kräfte ermöglichte ein neues Verständnis der Energie. Für Einstein war er der Begründer der großen Revolution. Inmitten dieser neuen Welt, die geradezu vor Energie vibrierte, wuchs Einstein auf. Mit der Installation elektrischer Straßenlampen wollten mein Vater und mein Onkel in Deutschland ein Vermögen machen. Schon als kleines Kind liebte ich Maschinen und wollte verstehen, wie sie funktionieren. Der bringt sich nochmal um. Albert, bleib hier. Was machen Sie da? Was soll das bitte schön werden? Funken? Wollen Sie das Haus abbrennen? Seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Ja, haben Sie mich gut verstanden? Als mir mein Vater einen Kompass zeigte, glaubte ich, ein Wunder zu sehen. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Welche geheime Kraft mochte wohl dahinter stecken? Auf dem Gymnasium versuchten sie mir alles Mögliche beizubringen. Ich aber interessierte mich nur für Physik, Mathematik, Philosophie und das Geigenspiel. Alles andere war sterbenslangweilig. Einstein! Stehen Sie auf! Da Sie ja offenbar schon alles wissen über Geologie, sagen Sie mir doch, wie verlaufen hier wohl die Gesteinsschichten? Es ist mir ehrlich gesagt ziemlich gleichgültig, wie die verlaufen, Herr Professor.
Auch Einstein lernte Faradays Lehrsatz im Physikunterricht, wonach Energie in unterschiedliche Formen umgewandelt werden kann und dass alle Energiequellen bekannt seien. Einstein sollte aber bald zeigen, dass diese Annahme falsch war. Er entdeckte eine fast unermessliche Energiequelle, wo sie sonst niemand vermutete, tief im Inneren der Materie. Ein Jahrhundert vor Albert Einsteins Geburt herrschte König Ludwig XV. Als absoluter Monarch über Frankreich. Unter der Steuerlast und den Privilegien des Adels drohte das Land zusammenzubrechen. Aber es war auch die Zeit der Aufklärung, die neue Horizonte öffnete. Jacques, die Fenster bleiben geöffnet. Der Regen ist egal. Wir brauchen Luft. Die Aufklärung war die Zeit des Fortschritts für Geist und Wissenschaften. Um die Welt zu beschreiben, wurde sie klassifiziert. Alles wurde systematisch eingeteilt und bekam einen Namen. So wollte man die verschiedenen Elemente, die Natur und letztlich die Welt verstehen. Antoine Lavoisier wuchs unter den brillantesten wissenschaftlichen Geistern seiner Zeit auf. Seine Leidenschaft galt der Chemie. Mit 24 Jahren wurde er einer der Generalsteuerpächter, die für den französischen König beim Volk die Steuern eintrieben. Sein Interesse aber galt der Erforschung der Natur und damit der Zusammensetzung der Materie. Monsieur Lavoisier, wenn mich meine Augen nicht täuschen, nehmen Sie heute Abend ausschließlich Milch zu sich. Zuerst hatten Sie ein Glas Milch. Jetzt verzehren Sie eine Schale Milch. Kommt demnächst womöglich ein Teller Milch? Ihre präzise Beobachtung empfiehlt Sie als eine Dame mit wissenschaftlicher Neugier, Mademoiselle. Höchst ungewöhnlich. Da Sie Wissen suchen, werde ich damit dienen. In den letzten 5 Wochen habe ich nur Milch zu mir genommen. Du lieber Gott! Ich würde lieber sterben, als mich 5 Wochen lang nur von Milch zu ernähren. Oder ist es der Fall, dass Sie an einer entsetzlichen Krankheit leiden? Ganz im Gegenteil. Ich untersuche die Auswirkungen der Ernährung auf die Gesundheit. Monsieur, bei allem Respekt für ein Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften, Ihr Bauch muss ja denken, man habe Ihnen die Kehle durchgeschnitten. Wohingegen Ihr Bauchgraf ganz sicherlich bei der Akademie um eine Erweiterung Ihrer Kehle nachsucht. Marianne, wie können Sie es wagen, den Grafen derart zu beleidigen? Vergessen Sie bitte nicht, was der Graf Ihnen bieten wird. Es ist ja nicht nur die Ehe. Untrennbar verbunden ist damit die Einführung in alle großen Salons. Sie werden der umjubelte Mittelpunkt von Paris. Wäre es nicht schade, Mademoiselle, Sie mit all den Pflichten der Ehe zu belasten, ehe Sie Zeit hatten, Ihre außergewöhnliche Wissbegierde zu befriedigen? Wollen wir nicht alle nach nebenan gehen? Es wird doch langsam recht heiß hier drinnen. Planen Sie wirklich, die arme Wald zu heiraten? Es gibt diesen Plan, aber der ist nicht meiner. Dann muss ich versuchen, sie zu retten. ...1771 heiratete Lavoisier Marianne Pauls, die Tochter seines Vorgesetzten. So rettete er, wie versprochen, das junge Mädchen vor der Ehe mit dem 40 Jahre älteren Grafen von Amerval. Erlauben Sie, dass ich Ihnen etwas zeige. Lavoisier trieb Steuern ein und diente dem Staat auch als Bankier. An 2 Nachmittagen arbeitete er an der Académie des Sciences, aber vor allem war er Chemiker. Madame. Was würde passieren, wenn ich eine Stange aus Kupfer oder Eisen über Monate draußen im Regen liegen lassen würde, Madame Lavoisier? Monsieur Lavoisier?
Was passiert mit Ihnen? Ist das hier eine mündliche Prüfung, die der eingehenden Untersuchung meiner Fähigkeiten vorausgeht, Monsieur? Mir geht es nur um die Wahrheit. Dann spielen Sie mit mir, Monsieur, denn Sie kennen die Wahrheit. Die Kupferstange wird vollkommen überzogen mit Grünspan. Und die Eisenstange verrostet. Ich glaube, man nennt das, Korrosion. Wirklich beeindruckend, meine charmante Gattin. Aber lassen Sie mich weiter in Sie dringen. Wenn das Metall rostet, wird es dann schwerer oder leichter? Aber, Monsieur, also ich fürchte, Sie wollen mir eine Falle stellen. Dann sollte dieser Schmetterling vielleicht landen, damit ich ihn genauer ansehen kann. Auch der allerletzte Bürger Frankreichs mit etwas Verstand weiß genau, was beim Rosten passiert. Das Metall verliert an Gewicht, es wird weniger und am Ende verschwindet es. Aber... Ah, halt! Ich bin noch nicht fertig. Beherrschen Sie sich, Monsieur. Es kommt noch mehr. In einem kürzlich veröffentlichten Pamphlet eines brillanten jungen Chemikers beweist Antoine Lavoisier, dass das Eisen mit der Luft eine Verbindung eingeht. Was bedeutet, dass es in Wahrheit schwerer wird? Wirklich beeindruckend. Ich beabsichtige. Nun, was immer Sie auch beabsichtigen, Monsieur, ich beabsichtige, an Ihrer Seite zu sein. Ich lerne alles über Ihre Wissenschaft und werde Ihnen eine ebenbürtige Kollegin sein. Ich möchte Ihnen zeigen, wie sich Eisen und Luft verbinden. Es ist eine zarte Verbindung. Nein, morgen, Monsieur. Morgen. Madame Lavoisier wurde zur wichtigsten Mitarbeiterin ihres Mannes. Er ließ sie Chemie und Englisch Unterricht nehmen, damit sie Lehrbücher über Chemie aus dem Englischen übersetzte. Um die Werke ihres Mannes zu illustrieren, unterrichtete sie der Maler David. Ihre Bildtafeln finden sich vor allem im Traité élémentaire de chimie. Antoine? Wachen Sie auf, Antoine! Verzeihung. Wie spät ist es? Es ist beinahe Zeit, Monsieur Marat zu empfangen. Die Akademie hat Sie gebeten, seine Forschungen zu beurteilen. Ihr behauptet, eine bedeutende Entdeckung gemacht zu haben. Antoine, haben Sie es vergessen? Oh Gott, wieder so ein Scharlatan, der eine Idee zu verhökern hat. Der Herr schenke mir Geduld. Dans la société d'ancien régime, l'Académie des sciences. Im Ancien Regime legte die Akademie des Sciences fest, was Wissenschaft ist. Alle Wissenschaftler, so auch Marat, mussten dort ihre Arbeiten überprüfen lassen. Ah, Monsieur Marat. Ah, Monsieur, ich habe einen Apparat erfunden, der es möglich macht, die Wesenheit des Feuers auf eine beliebige Wand zu projizieren. Sehen Sie, wenn man ein Licht durch die Flamme strahlen lässt, dann sehen wir ein schimmerndes Muster über der Flamme. Verstehen Sie? Durch meinen Apparat wird die Wesenheit des Feuers sichtbar. Haben Sie sie eingesammelt, diese Wesenheit des Feuers, sie bestimmt und sie gemessen? Nein, das nicht, aber man kann sie doch sehen. Verzeihen Sie, ohne irgendwelche exakten Messungen, ohne präzise Beobachtungen, also ohne rigorose Beweisführung, bleibt das alles reine Spekulation. Es ist also nicht wissenschaftlich. Aber ich spekuliere mitnichten, Monsieur. Oh nein. Nein. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich bin heute sehr beschäftigt. Danke. Danke. Also das ist alles? Dann guten Tag, Monsieur! En 1779, 10 Jahre vor der französischen Revolution, lehnte die Akademie des Sciences Marats Arbeit ab. Marats Hass auf die Akademie führte später, während der Revolution, zur Abschaffung der Akademie. Lass mich raten, Marat. Der wissenschaftliche Despot des Königs hat verfügt, dass deine Erfindung nicht konform geht mit der Version der Wahrheit, die die Akademie festgelegt hat. Lavoisier. Er spricht von Fakten. Er betet die Wahrheit an. Hör mir zu, mein Freund.
Sie sind alle gleich, die königlichen Akademien. Sie beleidigen die Freiheit des Geistes. Sie halten sich für die einzigen Sachverwalter der Genialität. Sie sind völlig verdorben. So wie alle anderen Tentakel des Königs. Die Bürger sind die, die darüber bestimmen werden, was falsch und was richtig ist. Sei unbesorgt. In meinem nächsten Pamphlet werde ich deinen Verfolger anprangern. Für Lavoisier war die Mathematik die Königin der Wissenschaften. Deren strenge und exakte Maßstäbe sollten künftig auch für die Chemie gelten. Sie sind ein Kettermensch. Hier entlang, bitte, Monsieur. Am Samstag, den er seinen Glückstag nannte, besprach er mit anderen Wissenschaftlern seine Experimente. Monsieur, es ist mein ehrgeiziges Vorhaben, zu beweisen, dass die Natur ein in sich geschlossenes System ist, das bei jeder Transformation überhaupt keine Materie, keine Masse jemals verloren geht und keine neue entsteht. Hierüber bitte. Diese exakt abgemessene Wassermenge wird erhitzt und zu Dampf. Der Dampf kommt in Kontakt mit einem rot glühenden Eisenrohr, das in Kohlen eingebettet ist. An diesem Ende kühlen wir den Dampf ab. Aber interessanterweise sammeln wir hier weniger Wasser, als wir anfangs hatten. Wir verlieren offensichtlich eine gewisse Menge an Wasser. Allerdings sammeln wir dabei auch ein Gas. Und das Gewicht unseres Eisenrohres nimmt zu. Also, wenn wir diese beiden Zunahmen zusammennehmen, das neue Gewicht des Eisenrohres und das Gas, das wir gesammelt haben, entspricht diese Menge exakt dem Gewicht des verlorenen Wassers. Ah, aber ist es nicht Luft aus der Atmosphäre, Monsieur Lavoisier? Nein. Nein, da ich das gesammelte Gas bis auf das letzte Gramm messe, kann ich feststellen, dass es leichter ist als die Luft um uns herum. Und außerdem ist es brennbar. Voilà. Lavoisier zerlegte das Wasser. Den Sauerstoff nannte er Lebensluft. Ihn fing er in einem Eisenrohr auf. Den Wasserstoff bezeichnete er als entzündbare Luft. Die sammelte er in einem Gasometer. Dann wog er das Rohr mit dem anhaftenden Sauerstoff und den Wasserstoff. Die gesamte Masse entspricht genau der Masse des verbrauchten Wassers. Es ist also nichts verloren gegangen. Aber die Materie hat sich verwandelt. La matière s'est simplement transformée. Um dies zu beweisen, brauchte er nur das Experiment umzukehren, also wieder Wasser aus dem Wasserstoff und dem Sauerstoff herzustellen. Das ist erst der Anfang. Ich hoffe, in den nächsten Monaten beweisen zu können, dass ich diese brennbare Luft wieder mit normaler Luft in Verbindung bringen kann und diese beiden in Wasser zurückverwandeln kann. Ich werde definitiv exakt die Wassermenge wiederherstellen, die bei diesem Vorgang verloren gegangen ist. Es ist meine Hoffnung, den Kreislauf zu vollenden. Wasser wird zu Gas und wieder zu Wasser. Ohne einen Tropfen zu verlieren. Das Besondere bei Lavoisier war, dass er überaus präzise Instrumente mit einer bis dahin noch nie erreichten Qualität verwendete. Er hatte ja das für solche Forschungen erforderliche Geld. So ließ er spezielle Apparaturen von den besten Herstellern anfertigen. Dazu gehörte auch ein Gasometer, das nicht nur Gas aufnahm, sondern mit dem er das Gas auch mit höchster Präzision wiegen konnte. Möglich war das bis zu einer Größenordnung von einer Unze, also 50 Milligramm. Das war damals absolut außergewöhnlich. Innerhalb weniger Jahre wurde das Labor von Lavoisier zu einer der wichtigsten Forschungseinrichtungen der modernen Chemie. In Hunderten von Experimenten erhitzte er alle nur erdenklichen Materialien, ätzte, mischte oder entzündete sie.
Die bei den Experimenten entstandenen Flüssigkeiten, Pulver und Gase maß er akribisch mit den hochpräzisen Instrumenten. So gelang ihm der Beweis, dass während der Umwandlungen keine Masse verloren geht. Flüssigkeiten verwandeln sich in Gase, Metalle oxidieren und Holz wird zu Asche. Aber weder geht etwas dabei verloren, noch entsteht etwas Neues. Alles wird nur umgewandelt. So machte Lavoisier die Chemie zu einer exakten Wissenschaft. Ihm gelang es auch erstmals, aus Wasserstoff und Sauerstoff künstliches Wasser herzustellen. Was ist denn los? Als 1789 die Französische Revolution ausbrach, hatte Lavoisier gerade sein Traité élémentaire de chimie herausgegeben. Es wurde schnell zum Standardwerk. Lavoisier, der die Revolution befürwortete, unterstützte den neuen Staat als Bankier und Chemiker. Er beteiligte sich an grundlegenden Reformen. Die wichtigste war die Reform der Maße und Gewichte, bei der das metrische System entstand. Im Herbst 1793, kurz nach dem gewaltsamen Tod Marats, ging die revolutionäre Regierung zum Terror über. Aristokraten und reiche Bürger wurden nun zur Zielscheibe. Wo ist Lavoisier? Ich weiß. Wenige Monate später verhaftete man die königlichen Steuereintreiber. Nach einem kurzen Prozess wurden sie allesamt zum Tode verurteilt. Lavoisier! Am 8. Mai 1794 wurde Lavoisier mit weiteren 27 Steuerpächtern in weniger als 35 Minuten hingerichtet. What Lavoisier did is absolutely central to science and especially to equals MC squared. Because what he said is, Lavoisiers Forschungen waren überaus wichtig für die Wissenschaft, besonders für E gleich M mal C Quadrat. Er fand heraus, dass man mit Materie machen kann, was man will, und trotzdem geht nichts verloren. Hätte also der Pöbel ganz Paris verbrannt, die Steine zu Staub zermahlen, und hätte man zuvor über die Stadt eine große Glocke gestülpt, um danach alles zu wiegen, dann hätte das genau das Gewicht der ursprünglichen Stadt und der Luft ergeben, die es zuvor gab. Nichts verschwindet. Nothing disappears. Ein Jahrhundert später unterschieden die Physiker strikt zwischen Energie und Masse. Danach bewegte die Kraft der Energie die Objekte und es gab die Masse, aus der diese Objekte bestanden. Energie und Masse aber hatten eigene physikalische Gesetze, die nicht für den jeweils anderen Bereich galten. Auf diesen beiden Säulen ruhte die Physik des 19. Jahrhunderts. Aber der junge Physikstudent Albert Einstein war mit dieser Erklärung nicht zufrieden. Herrgott, Einstein, wie siehst du denn aus? Es liegt schon eine besondere Ironie darin, dass ich, nachdem ich gestern wegen zu seltenen Erscheins von diesem Dummkopf Professor Pernet gerügt wurde, heute tatsächlich einer praktischen Vorlesung beiwohnte, die ebenso lang wie langweilig war und überdies auch vollkommen sinnlos. Nur um Opfer einer Explosion meiner eigenen Apparatur zu werden. Dann war es also deine eigene Schuld. Dankeschön. Und wie geht es Ihnen heute, Fräulein Maharsch? Ausgesprochen gut, Herr Einstein. Umso besser, da ich sehe, dass Sie dem Physiklabor lebend entronnen sind. Nun ja, um Sie nicht weiter zu beunruhigen, werde ich geloben, meine Studien für immer hier im Bahnhofscafé fortzusetzen, nur die großen Meister der theoretischen Physik zu lesen und das unsinnige Geplapper der Polytechniker ganz zu meiden. Du hast nie etwas anderes getan. Es wird etwas stickig hier drin, Fräulein Maharsch. Möchten Sie mit mir spazieren gehen? Ich würde gern...
etwas mit Ihnen besprechen. Aber ja, Herr Einstein. Leben gern. Womöglich sollte ich Ihnen sagen, was Sie diese Woche an Vorlesungen versäumt haben. Als Physiker muss man eine Vorstellung davon haben, was Materie und Universum sind. Auch Einstein wollte das verstehen. Das faszinierte ihn. Er wollte die Gesetze des Universums entdecken. Das galt sowohl für den Bereich der kleinsten Teilchen als auch für das große Gesetz, nach dem das gesamte Universum funktioniert. Aus Einsteins Briefen wissen wir, dass er schon mit 16 wie besessen über die Natur des Lichts nachgrübelte. Freunden, Kollegen, ja sogar seiner Freundin und späteren Frau Mileva Maric setzt er mit immer nur einer Frage zu. Was ist Licht? Was würde ich sehen, wenn ich auf einem Lichtstrahl reiten würde? Was? Auf einem Lichtstrahl? Mit welcher Methode würden Sie denn auf diesem Lichtstrahl reiten? Die Methode spielt keine Rolle. Stellen wir uns einfach vor, wir seien zwei junge, radikale, experimentierfreudige Bohemians. Hand in Hand auf der Reise zu den entfernten Regionen des Universums. Wir beide, stellen Sie sich das vor, reiten vorne auf einer Lichtwelle. Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen, Herr Einstein. Wollen Sie meine Hand halten oder wollen Sie mich verspotten? Sie verspotten? Nein, niemals. Ich möchte nur, dass Sie mir helfen, etwas zu verstehen. Was würden wir Ihrer Meinung nach sehen, wenn wir zusammen wären? Und immer schneller würden. Immer schneller. Bis wir sie erreicht hätten. Die Spitze, das vordere Ende eines Lichtstrahls. Einsteins rastlose Suche nach dem Wesen des Lichts revolutionierte die Wissenschaft. Das Bild vom Universum wandelte sich ebenso wie der Blick auf den verborgenen Zusammenhang von Energie und Masse. Kilometer pro Sekunde legt das Licht zurück. Abgekürzt wird die Lichtgeschwindigkeit mit C. Das steht für das lateinische Wort Celeritas, also Geschwindigkeit. Obwohl Wissenschaftler sich seit langem mit der Lichtgeschwindigkeit beschäftigten, wusste niemand, was Licht ist. In Großbritannien stellte dann ein Gelehrter, dem wir schon einmal begegnet sind, eine gewagte Hypothese auf. Michael Faraday zählte mittlerweile zu den bedeutendsten Forschern der Welt. Trotzdem glaubten seine Kollegen nicht, dass Elektrizität und Magnetismus zwei Aspekte ein und desselben Phänomens sind, das Faraday Elektromagnetismus nannte. Und Faraday stellte eine noch ungeheuerlichere Behauptung auf. Was sollen wir mit diesem Wissen anfangen? Unsichtbare Linien, die ausstrahlen können von elektrischem Strom in einem Draht, von einem Magneten oder sogar von der Sonne selbst. Denn ich behaupte nun mal, das Licht an sich lediglich eine Form darstellt, eine Form dieser pulsierenden Linien des Elektromagnetismus. Seit 15 Jahren kämpfte Faraday erfolglos für seine Theorie, wonach Licht eine elektromagnetische Welle ist. Aber für eine einwandfreie Beweisführung reichten seine mathematischen Kenntnisse nicht aus. Erst dem Mathematiker James Clerk Maxwell gelang der Beweis.
Maxwell und der alternde Faraday wurden gute Freunde. James. James, verzeih mir. Ich gebe dir einen guten Rat. Werde nicht alt. Michael, wie geht es dir? Mir geht's gut. Das Gedächtnis lässt nach, aber... Vielleicht interessiert dich, was ich gerade veröffentlicht habe. Oh ja, ja. Hervorragend. Also deine Versuche zeigen, dass wenn elektrischer Strom durch einen Draht fließt, er dabei tatsächlich etwas Magnetismus erzeugt. Und wenn diese magnetische Ladung sich bewegt, erzeugt sie ein bisschen Elektrizität. Elektrizität. Elektrizität und Magnetismus sind miteinander verquickt. Wie eine unendliche Spirale. Sie pulsieren also ständig vorwärts. Das ist wundervoll. Wundervoll. Michael. Michael, mathematisch gesehen gibt es einen entscheidenden Punkt. Diese Elektrizität, die Magnetismus erzeugt und der Magnetismus, der Elektrizität erzeugt, das alles geschieht bloß bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Das zeigen die Gleichungen ganz deutlich. Sie ergeben alle das gleiche Ergebnis. 295.000 Kilometer pro Sekunde. Ich bin nicht ganz sicher, ob... Lichtgeschwindigkeit. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Du hattest die ganze Zeit über recht. Das Licht ist eine elektromagnetische Welle. Maxwell bewies, was Faraday immer behauptet hatte. Danach sind Elektrizität und Magnetismus zwei Formen ein und derselben Erscheinung. Maxwell nannte sie Elektromagnetismus. In seiner sichtbaren Form ist das nichts anderes als Licht. Nichts faszinierte den jungen Einstein mehr als Licht. Wir haben in einer halben Stunde eine Vorlesung. Lass mich überlegen. Professor Weber und sein nervtötender Monolog. Oder du, Mozart und James Clerk Maxwell. Das geht nicht. Wir werden verwarnt. Unser Projekt ist zu wichtig, um wertvolle Zeit bei diesen Dummköpfen zu vergeuden. Komm mit mir. Wir lesen Maxwell. Und denken dann über die elektromagnetische Theorie des Lichts nach. Oh, mein heißgeliebter Johnny. Du weißt wirklich, eine Dame zu bezaubern. Sie ist sehr hübsch. Ja, aber ist sie zu Höhenflügen und Tänzen fähig, so wie unsere dunklen Seelen? Maxwell's equations contained an incredible prediction. Nach der Maxwell-Gleichung ist es unmöglich, einen Lichtstrahl einzuholen. Selbst wenn man genauso schnell ist, würde man noch Licht sehen, das mit einer Milliarde Kilometer pro Stunde von einem wegrast. Siehst du, wie sie die Welle anstarrt? Ja. Siehst du, dass sie für sie unbeweglich ist? Ja. Sie und die Welle bewegen sich mit derselben Geschwindigkeit. Wir sehen, wie die Welle sich durch das Wasser bewegt. Aber relativ zu ihr steht sie still. Ist das mit dem Licht auch so? Der gesunde Menschenverstand sagt einem, würde man einen Lichtstrahl einholen, dann wäre da eine Lichtwelle, die einfach so dastehen würde. Sie würde vielleicht schimmern, ein bisschen Elektrizität und Magnetismus. Also, angenommen, sie würde sich parallel zur Lichtwelle bewegen, dann würde sich die doch nicht bewegen. Sie wäre statisch. Aber Maxwell sagt ganz eindeutig, es gibt kein statisches Licht. Womöglich irrt sich Maxwell. Womöglich ist das Licht, wenn man es eingeholt hat, tatsächlich statisch, Albert. Wie eine Welle neben einem Boot. Stell dir vor, ich sitze ganz still und halte mir einen Spiegel vors Gesicht.
Und das Licht wandert von meinem Gesicht zum Spiegel. Und ich sehe mein Gesicht. Ja? Aber wenn ich und der Spiegel uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, dann bewegst du dich mit derselben Geschwindigkeit wie das Licht, das von deinem Gesicht ausgeht. Exakt. Dann erreicht das Licht nie den Spiegel? Dann wäre ich also unsichtbar? Das ergibt keinen Sinn. Der junge Einstein begriff, Lichtwellen sind nicht wie andere Wellen. Damit betrat Einstein ein unwirkliches Universum, in dem Energie, Masse und die Lichtgeschwindigkeit auf eine merkwürdige Art und Weise vermischt sind. Aber noch fehlte Einstein eine letzte mathematische Funktion für seine Gleichung. Anfang des 18. Jahrhunderts stritten die Wissenschaftler darüber, wie man Bewegung berechnet. Charles! Der entscheidende Beitrag zur Klärung der Frage stammt von einer jungen Adeligen, Emilie du Châtelet, die Tochter eines der angesehensten Höflinge des Sonnenkönigs. Emilie du Châtelet hat der Physik einen dauerhaften Stempel aufgedrückt. Intelligent und voller Ehrgeiz veröffentlichte sie um die Mitte des 18. Jahrhunderts mehrere wissenschaftliche Werke. Für eine Frau war das absolut ungewöhnlich. Ihre Übersetzung und ihr Kommentar zu Isaac Newtons Buch über die Bewegung, die Principia Mathematica, die die wissenschaftliche Sicht der Welt revolutionieren sollte, war bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ein wichtiges Nachschlagewerk. Musa miha causas memora. Muse, mein Gedächtnis verursacht. Oh Muse, wo keine Ursache, da auch keine Tat. Welche Göttin wurde erzürnt und woher ihr Hass? Welches Vergehen lässt die Königin der Götter einen so tapferen Mann verfolgen? Einen so gerechten Mann? Seien Sie Ihrer Schwester nur nicht böse, denn sie verfolgt so manchen gerechten Mann. Erst neulich hat Emilie den Duc de Lune zum Schweigen gebracht, als sie eine grotesk lange Zahl im Kopf dividierte und das in wenigen Sekunden. Ihr hättet ihre ungläubigen Gesichter sehen sollen, als sie feststellten, dass Emilie recht hatte. Ich frage mich, war es die erstaunliche Intelligenz oder die frappierende Schönheit meiner Schwester, die ihn die Münder offen stehen ließ? Ah ja, das gilt es zu bedenken, Monsieur. Monsieur, danke für Ihre Freundlichkeit. Ich fürchte, nur andere nehmen meinen Verstand nur als Kuriosität wahr. Ich wünschte, meinem Geist wären Möglichkeiten geboten. Meine liebe Emilie, Sie sind fürwahr mit Intelligenz und Mut gesegnet. Wenn Sie beides einsetzen, dann wird Ihnen die Welt zu Füßen liegen. Nein. Madame du Châtelet, exceptionnel. Madame du Châtelet war eine außergewöhnlich selbstbewusste Adlige. Sie wusste, dass sie etwas Besonderes war und verhielt sich auch so. Sie wagte, was noch keine Frau wagte, eine große Naturwissenschaftlerin zu werden. Grenzen schreckten sie nicht. Mit 19 heiratete sie den General du Châtelet und schenkte ihm 3 Kinder. Zunächst vergnügte sie sich am Hof des Königs, wandte sich dann aber der Mathematik zu. Damit hatte sie sich schon als Kind beschäftigt. Sie ließ sich von Pierre de Maupertuis, einem erstklassigen Wissenschaftler, in höherer Mathematik unterrichten. Er führte sie in Newtons Werke ein. Die erst 23-jährige Emilie hatte mit ihrem Lehrer auch eine Affäre. Später verliebte sie sich leidenschaftlich in Voltaire, der damals auf dem Höhepunkt seines Ruhmes stand. Als scharfer Kritiker der politischen und religiösen Verhältnisse im Land saß er mehrmals im Gefängnis und musste vorübergehend ins Exil nach London gehen. Dort lernte er die Physik Newtons kennen und wurde zu dessen leidenschaftlichstem Verfechter.
Als Voltaire wieder einmal in Gefahr war, gewährte Emilie ihm auf Schloss Siret Zuflucht. Sie eines Blickes zu würdigen, sondern vertraut voll und ganz einem wahrlich falschen Freunde. Mir, dem, der am meisten davon profitiert. Ihre Verbindung war eine Einheit von Geist, Herz und Körper, die nie endete. Wir haben es mit einem sehr intellektuellen und künstlerischen Paar zu tun. Sie liebten das Theater, Spiele und genossen das Leben in vollen Zügen. Ach, Monsieur, Sie sind jung. Ich hoffe, Sie beurteilen mich schon bald aufgrund meiner eigenen Vorzüge oder dem Mangel daran. Aber betrachten Sie mich nicht als Anhängsel eines großen Generals oder eines berühmten Gelehrten. Ich bin eine völlig eigenständige Person. Und nur mir ganz allein verantwortlich für alles, was ich bin, alles, was ich sage, alles, was ich tue. Emilie du Châtelet a eu ce désir. Emilie du Châtelet lud die größten Mathematiker und Physiker für 8 oder 10 Tage in ihr Schloss nach Siret ein. So wollte sie von deren Wissen profitieren. Pour profiter de leur savoir pendant 8 ou 10 jours. Emilie entwickelte schnell eine eigene Meinung. Im Gegensatz zu allen anderen wagte sie zu behaupten, dass in der Theorie des großen Isaac Newton ein Fehler ist. Newton behauptete, die kinetische Energie, mit der ein Gegenstand einen anderen trifft, sei leicht mit der Formel Masse mal Geschwindigkeit zu berechnen. Madame du Châtelet entdeckte eine andere Hypothese, und zwar die von Gottfried Leibniz. Dieser sagte, dass in Bewegung geratene Gegenstände eine Art Seele besitzen, die er lateinisch vis viva, die lebendige Kraft, nannte. Viele verwarfen seine Ideen. Doch Leibniz glaubte, dass man die Energie errechnen könnte, indem man die Masse mit der Geschwindigkeit zum Quadrat multipliziert. Das Quadrieren ist ein altes Verfahren. Wenn man sagt, es ist ein Viererquadrat, liegen je 4 Platten an der einen und der anderen Seite. Die Gesamtzahl errechnet sich aus 4 mal 4, also 16. Wenn es aber 8 sind, bedeutet das gleich 8 mal 8, also 64 Platten. Auf diesen enormen Multiplikationseffekt treffen wir in der Natur immer wieder. Emilie, das ist doch absurd. Wieso sollte man bitte schön einem Gegenstand eine vage und nicht messbare Energie zuschreiben, wie die Vis Viva? Das ist eine Rückkehr zum alten Denken. Das ist Okkultismus. Wenn Bewegung einsetzt, dann gestehen Sie doch zu, dass eine Kraft erzeugt wird, die zuvor nicht existiert hat. Nehmen Sie den Körper. Für einen freien Willen brauchen wir die Freiheit, Bewegung hervorzurufen. Und alles, was Leibniz fragt, ist, woher stammt all diese Kraft? In Ihrem Fall, meine Liebe, da bin ich sicher, ist diese Kraft eine Urgewalt. Ach, Sie machen mich rasend. Sie verstecken sich hinter Witz und Sarkasmus. Sie glauben lediglich, Newton zu verstehen. Sie sind unfähig, Leibniz zu verstehen. Sie sind ein Provokateur. Bei allem, was Sie tun, geht's nur um andere und es bringt Ihnen nur Ärger ein. Hier wird was kritisiert, dort was denunziert. Etwas selbstständig zu entdecken, ist Ihnen das möglich? Ich habe Sie entdeckt! Trotz des massiven Widerspruchs von Voltaire wollte Emilie du Châtelet beweisen, dass sie recht hatte. Sie griff auf ein Experiment des holländischen Wissenschaftlers Willem Schavesande zurück. Schavesande in Leiden hat Bleikugeln in einen Kasten mit Ton fallen lassen. Ein paar Bleikugeln fallen zu lassen, und zwar in Ton, wirklich fantasievoll. Gemäß Newtons Formeln, Monsieur Voltaire, lässt er die zweite Kugel aus größerer Höhe fallen. Sie hat beim Aufprall genau die doppelte Geschwindigkeit wie die erste Kugel. So, Monsieur, wie wäre es mit einer Wette? Newton sagt, wenn wir die Geschwindigkeit der Kugel verdoppeln, wird sich zwangsläufig auch die Tiefe des Eindrucks im Ton verdoppeln. Leibniz fordert die Quadratur der Geschwindigkeit. Wenn er damit recht hat, drückt sich die Kugel nicht 2, sondern 4-mal so tief ein. Also, wer hat recht? Monsieur,
Ich habe das Gefühl, dass der Ruf des allgemein verehrten Herrn Newton doch etwas schrumpft. Oh, Rupert, Sie dürfen ihr nicht erliegen. Es gibt nicht den geringsten Grund, den Bleikugeln dieses Holländers verborgene Kräfte zuzuschreiben. Nun, die Kugel drückt sich viermal so tief ein. Turns out, Leibniz is the one who... Leibniz' Gleichung zur Berechnung der Energie bewegter Objekte ist also die richtige. Um ein 40 Kilometer schnelles Auto zu stoppen, ist ein bestimmter Weg erforderlich. Fahren Sie mit 120, ist der Bremsweg also nicht etwa dreimal, sondern neunmal so lang. Oh, nun, es erscheint mir dann doch der Überlegung wert zu sein. Womöglich sollten wir uns seine Berechnungen ansehen. Ich habe seine Ergebnisse bereits überprüft. Ich bin sicher, dass Leibniz in diesem Punkt recht hat. Ich füge darüber einen Abschnitt in mein Buch ein. Ach ja. Sehen Sie sich vor, Madame. Denken Sie, die Akademie ist wirklich reif für so eine Meinung? Ja, ja, wir sollten damit vorsichtig sein. Wir? Ich sehe keinerlei Grund abzuwarten. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für die Wahrheit. Comte Émile du Châtelet. 1740 gab Émilie du Châtelet ihr Lehrbuch zur Physik heraus. Unter den Wissenschaftlern sorgte das für großen Wirbel. Sie hatte ja für die Theorie der lebendigen Kraft von Leibniz Partei ergriffen. Das bedeutete, sich gegen Newton zu stellen. Voltaire war aber ein Anhänger Newtons. Sie hatte ihm sogar bei seinen Arbeiten über Newton geholfen. Er empfand das ein wenig als Verrat. Erwarte ein Kind. Sind Sie sicher? Absolut. Schon in wenigen Monaten. Ich fürchte, dass ich... Sie fürchten sich jetzt? Sie hätten doch... Nun, dieses Kind ist offensichtlich nicht meins. Es ist doch nicht von Ihrem Mann. Oh, Émilie, Émilie. Als Madame du Châtelet merkte, dass sie von einem ihrer Liebhaber ein Kind erwartete, hatte sie nur noch einen Gedanken. Ihre Übersetzung von Newtons Principia mit ihrem wissenschaftlichen Kommentar zu beenden. Sie fürchtete nämlich, bei der Geburt zu sterben. Elle était saisie du pressentiment qu'elle allait mourir. So schickte sie noch am Morgen der Entbindung ihr Manuskript an die königliche Bibliothek. Einige Tage danach starb sie. Et puis elle mourait quelques jours plus tard. Erst ein Jahrhundert nach ihrem Tod wurde die Behauptung von Émilie du Châtelet, wonach die Energie eines Gegenstandes mit der Geschwindigkeit im Quadrat zu berechnen ist, anerkannt. Gerade rechtzeitig genug für Einstein, um Energie und Masse mit Licht in Verbindung zu bringen. Einstein hatte mit seiner oft harschen Kritik und seinem beißenden Spott jede Chance verspielt, Universitätsassistent zu werden. Um seine Familie zu ernähren, arbeitet er als Experte dritter Klasse beim Schweizer Patentamt in Bern. Dort hatte er die neuen Erfindungen der Ingenieure zu prüfen. Er prüfte viele Patente, die mit Elektromagnetismus zu tun hatten. Er hatte die Bücher von Maxwell gelesen. Auch verstand er viel von Thermodynamik. Auf diesem Gebiet war er wirklich ein Experte. Einstein, ich sehe, Sie sind beschäftigt. Wie immer. Hören Sie, Einstein. Albert. Sie haben recht gute Leistungen gezeigt, aber hören Sie... Was Ihre Beförderung angeht, ich denke, es wäre wirklich besser zu fragen, wie Sie sich mit dem Maschinenbau noch eingehender befasst haben. Ich bedauere,
Vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich wollte ein Hausmädchen einstellen, damit ich mein Studium abschließen kann. Jetzt werde ich meine Dissertation nie fertig bekommen. Ach komm, mein hübsches kleines Entchen, es wird alles gut, du wirst sehen. Wie soll es denn gut werden, Albert? Muss ich womöglich noch ein Jahr warten, bis du endlich befördert wirst? Komm. Komm her, Lexi. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Du wirst sehen. There really is a very charming, but kind of a... Einstein war sehr charmant, aber auch äußerst egozentrisch. Er ging nur seinen Interessen nach. Was der Rest der Welt dazu sagte, kümmerte ihn nicht. Von den Problemen, mit denen sich Einstein im Patentamt beschäftigte, fand er eines besonders interessant. Deutschland war ein großes Land. Die Menschen reisten mit dem Zug. Innerhalb eines Staates musste die Zeitangabe an allen Orten gleich sein. Wer von einem Bahnhof abreiste, sollte seine Uhr nicht umstellen müssen, wenn er am Bestimmungsort ankam. Das versuchte man mittels Elektromagnetismus zu lösen. Aber Einstein bezweifelte, dass die Theorie stimmte. Eine absurde Gleichung. Und er wird versuchen, uns weiszumachen, dass sie funktioniert. Und was habe ich dir gesagt? Albert, Albert, Albert. Jeder hübsche Hals verdreht dir den Kopf. Besso, wir müssen das Geheimnisvolle nun mal betrachten und begreifen. In diesem Fall wird dir das Geheimnisvolle nur Ärger einbringen. Ich sag dir, was wirklich geheimnisvoll ist. Das Geheimnis einer langen und glücklichen Ehe. Deine Berechnungen sind richtig, wenn auch etwas unkonventionell, aber es funktioniert nur bei großen Systemen. Es versagt bei der Anwendung auf kleine Systeme. Ich sehe das anders. Oh nein, bitte nicht. Erneut eine bedeutende Theorie des Herrn Albert Einstein, technischer Experte dritter Klasse. Was wäre wohl, wenn man diese Formeln auf elektromagnetische Strahlung anwenden würde? Albert, du kannst dich doch nicht einfach bei der Physik bedienen und sie dann ganz unbekümmert auf ein vollkommen anderes Gebiet anwenden. Wieso nicht? Albert, ich weiß, du liebst die großen Zusammenhänge, die großen Theorien, aber wäre es nicht besser für alle, wenn du dich vielleicht auf ein kleineres Gebiet konzentrieren würdest? Eine Stelle an der Universität, eine Perspektive um Himmels Willen. Mileva will doch weiter studieren. Dann wäre sie zufrieden und du wärst zufrieden. Ah, der banale Kampf ums Überleben. Essen und Sex. Gesprochen wie ein wahrer Bürger. Besso, ich will wissen, wie Gott diese Welt erschaffen hat. Ich habe kein Interesse an diesem oder jenem Phänomen, im Spektrum dieses oder jenes Elements. Ich will seine Gedanken kennen. Der Rest sind Details. Ja, aber von seinen Gedanken kannst du deine Kinder nicht ernähren, Albert. Besso war der beste Freund Einsteins. Auch er beschäftigte sich, wie Einstein, mit der Frage, wie wohl unser Universum funktioniert. Siehst du die Uhr da drüben? Ja. Während Einstein und Besso wieder einmal über die schwierige Frage der Synchronisierung der Uhren diskutierten, hatte Einstein seine geniale Idee. Gelöst, Besso. Albert! Wenn Sie zwei Uhren gleichschalten, wenn Sie also Ihre Zeiger in die gleiche Stellung bringen und die Uhren dann voneinander trennen, bewegt sich eine Uhr im Verhältnis zur anderen. Sie zeigen dann nicht mehr dieselbe Zeit an. Dabei entsteht das Phänomen der Zeitdehnung. Durch die Bewegung der Uhr verlangsamt sich ihr Schlag im Verhältnis zu einem Beobachter, der stehen geblieben ist.
Mit der genialen Idee, dass die Zeit nur relativ ist, stieß Einstein das Tor zu einer neuen Dimension auf. Davor glaubten die Menschen, Zeit würde gleichsam wie von einer göttlichen Uhr gesteuert und sei im ganzen Universum eine gleichbleibende Konstante. Einstein aber sagte, nein, das Tick-Tick der Uhr ist nichts anderes als das Klick-Klick von Elektrizität, umgewandelt in Magnetismus und wieder zurück in Elektrizität. Mit anderen Worten, die unveränderliche Geschwindigkeit des Lichts. »1905 war ein Wunderjahr für Einstein und die Physik. Er schrieb einige seiner wichtigsten Werke, seine Dissertation über Moleküldimensionen, 2 Monate später den Aufsatz zum photoelektrischen Effekt, für den er 1921 den Nobelpreis bekam. Nur einen Monat darauf den Artikel zur Brownschen Molekularbewegung, der beendete die Debatte, ob es überhaupt Atome gibt. Das 4. Papier vom Juni trug den Titel »Zur Elektrodynamik bewegter Körper«. Es ist die Theorie von Licht, Zeit und Raum. Der Grundstein für die spezielle Relativitätstheorie, die unser Weltbild veränderte. In Einsteins neuer Welt sind Zeit und Raum keine absoluten und universellen physikalischen Größen mehr. An ihre Stelle tritt nun die Lichtgeschwindigkeit, die für alle Beobachter identisch ist. Sie ist nun der Schlüssel zum Verständnis des Universums. Aber das Wunderjahr war noch nicht zu Ende. Im September 1905 hat Einstein einen Einfall, der zu einer neuen Gleichung führte. Nachdem er die Begriffe von Raum und Zeit revolutioniert hatte, bekam seine Theorie einen noch außergewöhnlicheren Impuls. Einstein bot eine neue Vorstellung von Energie und Masse an. Statt sie wie Newton auseinanderzuhalten, stellte er mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit eine Verbindung zwischen Masse und Energie her. Hör zu, ich glaube, ich habe die Verbindung zwischen Energie und Masse gefunden. Wenn ich recht habe, dann sind Energie und Masse keine absoluten Größen. Sie sind nicht verschieden. Sie können ineinander umgewandelt werden. Energie kann zu Masse werden und Masse zu Energie. Und Energie ist nicht einfach gleich Masse. Energie ist gleich Masse multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Soll ich das nochmal überprüfen? Einstein zeigte, dass Materie sich in Energie und Energie in Masse verwandeln kann. Vor allem bewies er, dass bei einem unbeweglichen Körper die Trägheit von der Masse abhängig ist. Doch sobald sich der Körper bewegt, steigt seine Energie und damit auch seine Trägheit. Das bedeutet, je schneller sich ein Körper bewegt, umso schwieriger wird es, ihn weiter zu beschleunigen. Daraus ergibt sich eine Begrenzung der Geschwindigkeit. Einstein hatte begriffen, dass die Lichtgeschwindigkeit so etwas wie eine kosmische Geschwindigkeitsbeschränkung ist. Nichts ist schneller. So kann man einen Zug niemals auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, egal wie viel Energie man einsetzt. Wo aber bleibt dann die Energie? Sie wird zu Masse. Der Zug wird also schwerer. Die Energie verwandelt sich in Masse. The energy becomes mass. Das Wunder ging im September 1905 weiter, als Einstein seine 5. Abhandlung veröffentlichte. Auf nur 3 Seiten erklärte er, dass eine Verbindung zwischen Energie und Masse durch die Lichtgeschwindigkeit im Quadrat besteht. E gleich mc Quadrat. Mit diesen 4 Symbolen revolutionierte dieser junge Physiker, der nicht einmal einen Doktortitel besaß, unsere Weltanschauung. Thank you.
Seit Tausenden von Jahren dachten Menschen, dass Materie und Energie nichts miteinander zu tun haben. Und nun behauptete Einstein, dass Energie zu Masse und Masse zu Energie werden kann, weil es eine besondere Beziehung zwischen Energie, Masse und Licht gibt. E ist gleich mc² zeigt, dass die Materie im Universum eine fantastische Menge Energie enthält. Ungefähr 300 Millionen Meter pro Sekunde beträgt die Lichtgeschwindigkeit. Quadriert man die, erhält man 90 Trilliarden. Was bedeutet das? Materie ist nichts anderes als verdichtete Energie. Wenn es also gelänge, die Energie meines Füllers freizusetzen, wäre das wie die Explosion einer Atombombe. Auf die Veröffentlichung seiner 5 Artikel gab es keine Resonanz. Das bedeutendste Jahr der modernen Wissenschaft endete in absoluter Stille. Ich glaube, der Herr hat lacht. Doch dann traf der erste Brief ein. Weitere folgten. Penibel beantwortete Einstein jeden Brief und versuchte, seine komplexen Gedanken einer ratlosen wissenschaftlichen Gemeinschaft nahezubringen. Max Planck. Die Zeitschrift Annalen der Physik hatte alle Artikel von Einstein veröffentlicht. Max Planck, ihr Mitherausgeber, war der Erste, der die Tragweite von Einsteins Relativitätstheorie erkannte. In den folgenden Jahren stieg dann die Akzeptanz seiner Formel und Theorie. Einstein hatte nur einen Fan, aber der war glücklicherweise der damals angesehenste Physiker. Einstein! Max Planck hat jemanden geschickt, der Sie sehen will. Max Planck? Ja, er hat seinen Assistenten geschickt. Er ist hier, um Sie zu sehen. Dank Max Planck nahm die wissenschaftliche Gemeinschaft Einstein endlich ernst. 1909 verließ Einstein das Berner Patentamt und wurde Physikprofessor an der Universität von Zürich. Jetzt begann eine steile Karriere. 1911 Professor für Physik in Prag. 1912 ging er nach Berlin. Einstein genoss einen internationalen Ruf und große Berühmtheit. Er galt als unbestrittener Schöpfer der modernen Physik. 1921 erhielt Einstein den Nobelpreis für Physik. Aber nicht für die Relativitätstheorie, sondern für seine Arbeit über das Licht. ...1919 ließ er sich von seiner Frau Mileva scheiden und heiratete seine Cousine Elsa. Ermöglichten die Formel E gleich mc² und die anderen Theorien Einsteins den Zugang zu einer vollkommen neuen Anschauung der physikalischen Welt. Einstein hatte keineswegs damit gerechnet, dass seine Theorien die Geschichte so rasch verändern würden. Aber wie hätten die Menschen bei der Vorstellung, dass so viel Energie in der Materie steckte, auch gleichgültig bleiben können? Thank you.
Alter von 28 Jahren verließ Lise Meitner ihr Heimatland Österreich. In Berlin wollte sie auf dem aufregend neuen Gebiet der Radioaktivität forschen. ...1907 wurde sie in das Team von Max Planck aufgenommen, der sie mit Otto Hahn zusammenbrachte. Fräulein Meitner. Ja? Otto Hahn. Ich forsche an der Chemischen Fakultät. Professor Planck schlug vor, dass ich... Herr Hahn, ich habe Ihre Arbeiten über Thorium und Mesothorium gelesen und Dr. Planck schlug vor, dass ich... Er schlug vor, dass ich mit Ihnen spreche. Ich brauche jemanden, mit dem ich arbeite. Ich glaube, ich könnte viel beitragen bei der physikalischen Analyse. Und der Mathematik. Ja, ja. Und der Mathematik. Die Untersuchung radioaktiver Atome hat ja zu einer engen Zusammenarbeit zwischen der Physik und der Chemie geführt. Ja, ja. Dann werde ich bei Fischer mal um ein Labor bitten. Ausgezeichnet. Wir sehen uns dann. Für Lise Meitner begann eine Entdeckungsreise, die zu einer radikalen Wendung in der Weltgeschichte führen sollte. Begonnen hatte alles mit der Entdeckung der Radioaktivität durch Henri Becquerel und Pierre und Marie Curie Ende des 19. Jahrhunderts. Aber der Hauptimpuls kam von Albert Einstein. Seine Berechnungen zur Brownschen Bewegung erklärte die Ausbreitung der Teilchen in einer Flüssigkeit und überzeugte die Physiker von der Existenz der Atome. Meitner und Hahn wollten die Geheimnisse des Atoms lüften. Aber Lise Meitner hatte sehr unter der ungleichen Behandlung der Frauen an deutschen Universitäten zu leiden. Wie ich sehe, haben Sie Ihr Haar noch nicht in Brand gesetzt. Herr Hahn? Der Chef. Er meint, wenn er Frauen ins Chemische Institut lässt, setzen sie bestimmt ihre Haare in Brand. Oh, dann muss sein Bart wohl feuerfest sein, was? Guten Tag, Herr Hahn. Guten Tag. Sehen Sie? Hier existiere ich nicht, in gewisser Weise. Die Physiker erkennen mich zumindest wegen meiner Fähigkeiten an. Vergessen Sie es. Wo würden die Herren Chemiker denn heute stehen, ohne die helfende Hand der Physiker? Meitner war äußerst zurückhaltend. Seit 1912 arbeitete sie mit Hahn im neu gegründeten Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie. Erst da waren sie gleichberechtigt. In den 20er Jahren wurde Lise Meitner Deutschlands erste Physikprofessorin. At this time, not a lot was known about the atom. Damals hielt man das Atom für eine Art Mini-Sonnensystem. In der Mitte der solide Kern, den die Elektronen wie kleine Planeten auf stationären Bahnen umkreisen. Wenig später entdeckten Forscher, dass der Kern kein kompaktes Gebilde ist, sondern aus Protonen und Neutronen besteht. Bei radioaktivem Material wie Radium oder Uran schien der Kern instabil zu sein. Er verlor ständig Energie und kleine Partikel. Manche sahen darin ein Beispiel für E gleich M mal C Quadrat, der Umwandlung von Kernmasse in Energie. Es ist unglaublich, wie schnell sich in diesen Jahren die Atomphysik entwickelte. 1932 entdeckte man das Neutron und verstand, dass der Atomkern aus einem Gebilde von Protonen und Neutronen besteht. Sie werden durch die Atomkraft zusammengehalten. Beide sind voneinander abhängig, sehr schwer zu trennen und das Ganze enthält sehr viel Energie. Auch entdeckte man, dass durch Atomreaktionen eine Umwandlung der Elemente möglich ist. Man beschießt die Materie mit Neutronen und erhält dadurch neue Elemente. Fermi machte diese Entdeckung. In Paris entdeckten Joliot Curie und seine Frau die künstliche Radioaktivität. Von nun an beschleunigte sich die Geschichte. Meitner und Hahn wollten das Innere der Materie erforschen und dabei vor allem den Kern untersuchen. Also, das Atom, das ist uns vertraut. In der Mitte haben wir den Kern, umkreist von Elektronen. Wir wollen uns ganz auf den Kern konzentrieren. Der Kern besteht aus Protonen und Neutronen. Also, der größte Kern, den wir kennen, ist der des Uranatoms.
Sein Kern ist ein wirklich vollgepacktes Gebilde aus 238 Protonen und Neutronen. Der Schwerpunkt unserer Forschungen besteht in dem Versuch, Neutronen auf dieses gewaltige Gebilde abzufeuern. Und wenn es uns gelingen sollte, dass ein Neutron hier haften bleibt, wäre das ein wirklicher Durchbruch. Meitner stand kurz vor einer bedeutenden Entdeckung. Aber Nazi-Deutschland erwies sich für die längst getaufte Jüdin als ein gefährlicher Platz. Die Jüdin ist eine Gefahr für unser Institut. Ja. Yeah. Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, entzogen sie allen jüdischen Professoren die Lehrerlaubnis. Einstein war damals in den USA und beschloss, nicht mehr zurückzukehren. Lise wurde nicht entlassen, weil sie Österreicherin war. Aber im März 1938 besetzte das Deutsche Reich Österreich. Jetzt wurde ihre Situation unhaltbar. Was ist denn? Beunruhigende Nachrichten. Was ist passiert? Kurt Hess läuft herum und fordert ungeniert, man solle mich loswerden. Ich habe davon gewusst. Ich habe es heute gehört. Ich wollte mit der Institutsverwaltung reden, bevor ich es dir sage. Dieses Gespräch findet morgen statt. Du gehst jetzt besser nach Hause. Es ist schon spät. Warte einfach ab. Für Meitner wurde der Druck unerträglich. Hahn, von dem man wusste, dass er die Nazis nicht mochte, versuchte sie zunächst zu schützen. Ich muss sie wegen Lise sprechen. Oh, nicht jetzt. Ich bin zu beschäftigt. Wir müssen sie schützen. Wie? Wir können doch gar nichts tun. Die Situation ist nun mal, wie sie ist. Wer weiß, was noch alles passiert. Sie kann nicht bleiben. Sie ist ganz einfach nicht tragbar. Aber sie hat nun mal weder ein Visum noch einen gültigen Pass. Und bald darf sie Deutschland vielleicht nicht mehr verlassen. Wir können bei uns keine Jüdin dulden. Wenn sie bleibt, wird unser Institut geschlossen werden. Lise. Paulein verlangt, dass du uns verlässt. Man kann sie nicht einfach rauswerfen. Paulein sagt, du sollst nicht mehr ins Institut kommen. Ich muss morgen etwas protokollieren. Und zwar die Thoriumstrahlung, also muss ich herkommen. Wieso geben Sie auf? Als sich abzeichnete, dass Meitner entlassen und womöglich verhaftet wird, luden Physiker aus ganz Europa sie zu Konferenzen ein. So wollten sie ihr die Ausreise ermöglichen, aber die Nazis ließen sie nicht gehen. Im Juli 1938 überquerte sie mit Hilfe eines holländischen Kollegen illegal die Grenze zu den Niederlanden. Die Flucht belastete sie so sehr, dass sie mehrfach unterwegs umkehren wollte. Aber ihre Angst vor den Nazis war größer. Sie hatte alles verloren. Haus, Arbeit, Bücher, Gehalt, Pension und ihre Kultur.
Als sie Deutschland verließ, war sie führend auf dem Gebiet der Kernforschung und stand kurz vor einer großen Entdeckung. Lise Meitner litt stark unter der neuen Situation. Trotzdem korrespondierte sie mit Otto Hahn über den Fortgang der Forschungen in Berlin. Mein lieber Otto, ich hoffe, dass nach 30-jähriger Zusammenarbeit und Freundschaft im Institut zumindest die Möglichkeit gegeben ist, dass du mir so viel wie möglich von dem berichtest, was dort vorgeht. Zum Weihnachtsfest 1938 lud sie ein alter Studienfreund an die Westküste Schwedens ein. Hier besuchte sie ihr Neffe, der Physiker Otto Robert Frisch. Tante? 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 Lise, wie geht's dir, meine Liebe? Fröhliche Weihnachten, Tante. Ich brauche deine Hilfe. Komm, wir gehen nach draußen. Ich hatte gehofft, du würdest mir helfen. Otto Hahn war in Berlin zu eigenartigen Ergebnissen gekommen. Der Beschuss des Urankerns mit Neutronen veränderte keineswegs dessen Umfang. Vielmehr zeigten Analysen, dass seine Experimente plötzlich durch Radium, einem kleineren Atom, verschmutzt waren. Lise Meitner, der er diese erstaunlichen Resultate mitteilte, argwöhnte, dass sich dahinter etwas ganz anderes verbarg. Hahn und Strassmann sind zu seltsamen Resultaten bei ihrer Arbeit mit dem Uran gekommen. Wirklich? Ja. Vor ein paar Monaten hatte mir Hahn gesagt, dass sie Radium zwischen den Uranprodukten gefunden haben. Wir suchen nach einem viel größeren Element und finden aber angeblich etwas viel Kleineres. Ich drängte Hahn, es nochmal zu überprüfen. Es konnte nicht Radium sein. Und jetzt schreibt er mir und sagt, es sei nicht Radium, es sei Barium. Aber das ist ja noch kleiner. Du sagst es. Hahn denkt, es sei wieder ein Fehler, aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Es ist zumindest möglich, dass Barium produziert wird. Hahn braucht dich für die Interpretation der Daten? Es ist ja schließlich auch meine Arbeit. Du sagst es. Tja. Ich kann nun mal ganz einfach nicht da sein. Komm, lass uns aufbrechen. Er muss einfach einen Fehler gemacht haben. Er hat nicht getan, was du ihm gesagt hast. Ach, Robert, mein Lieber, er mag zwar kein genialer Theoretiker sein, aber er ist ein zu guter Chemiker, um sich da zu irren. Man muss sich nur einen großen, instabilen Wassertropfen vorstellen, der kurz vor dem Zerplatzen ist. So ist es auch bei einem großen Urankern. 4 Jahre lang glaubten Meitner, Hahn und alle anderen Physiker, wenn sie Neutronen in den Kern schießen, wird er noch größer und schwerer. Aber dann bemerkten Meitner und Frisch, dass er dabei in zwei Teile zerbricht. Angenommen, der Kern ist so groß, dass er nicht mehr zusammenhält, würde da nicht ein winzig kleiner Anstoß eines Neurons vielleicht ausreichen? Ja, aber wenn der Kern sich teilen würde, würden die beiden Hälften mit enormer Energie auseinanderfliegen. Wo soll diese Energie denn herkommen? Wie viel Energie? Wir haben berechnet, dass die gegenseitige Abstoßung zweier Atomkerne etwa 200 Millionen Elektronenvolt erzeugen würde. Aber irgendetwas muss diese Energie liefern. Warte, lass mich mal eben die Packungsdichte berechnen. Die zwei Atomkerne sind leichter als der ursprüngliche Kern des Uranatoms. Sie wiegen ungefähr ein Fünftel Protonenmasse weniger. Was? Dann ist Masse verloren gegangen?
Einsteins E gleich mc hoch 2. Wenn wir die verloren gegangene Masse mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit multiplizieren, kriegen wir... ...200 Millionen Elektronenvolt. Er hat das Atom gespalten. Nein, nein, nein. Du hast das Atom gespalten. It was an amazing discovery. Das war eine außergewöhnliche Entdeckung. Damals experimentierte man in den Labors nur mit kleinsten Mengen Uran. Entsprechend gering war die freigesetzte Energie. Dieses Mal trat sehr viel Energie auf. Die stammte vom Urankern und entsprach genau der Energie, die nach Einsteins Gleichung E gleich m mal c Quadrat auftreten musste. Über ihre Entdeckung informierte Meitner sofort Otto Hahn. Bereits im Januar 1939 erschien der Artikel von Hahn und Strassmann über die Kernspaltung. Fortan galt Otto Hahn als ihr Entdecker. Denn der Aufsatz von Meitner und Frisch erschien erst im Februar. 1944 erhielt Hahn den Chemie-Nobelpreis. In seiner Rede erwähnte er nur beiläufig die Rolle von Lise Meitner. Auch später korrigierte Hahn den Eindruck nicht, die Kernspaltung allein entdeckt zu haben. Jahre harte Arbeit wurden am Ende mit einer bahnbrechenden Entdeckung belohnt. Die Spaltung weniger Atome genügte und die Physiker auf der ganzen Welt begriffen die Tragweite. Man entdeckte, dass eine Spaltung von Uran Neutronen freisetzt und dass diese den gleichen Vorgang wiederholen, also weitere Atome spalten, die ihrerseits wieder Neutronen freisetzen und so weiter. Man kann so verstehen, wie eine solche Kettenreaktion zur Herstellung von Nuklear- oder Atomwaffen führen kann. 1939 zweifelte man nicht mehr, dass die deutsche Regierung den Krieg wollte. Einstein warnte Präsident Roosevelt, dass die Nazis Atombomben bauen würden. Daraufhin begannen 1941 die Vereinigten Staaten ein gigantisches militärisches Forschungsprojekt, das Manhattan Project. Meitner wurde gebeten, mitzumachen, aber die überzeugte Pazifistin lehnte den Bau von Atombomben ab. Robert Frisch arbeitete mit, denn er glaubte, dass auch die Nazis Atombomben bauten. Die über Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Bomben zeigten die schreckliche zerstörerische Kraft, die in der Materie verborgen ist. Nur wenige Kilogramm Plutonium und Uran setzten gigantische Energiemengen als Druckwellen und elektromagnetische Strahlen frei. Die Wirkung war so vernichtend, dass Japan kurz darauf kapitulierte. Einstein war der Initiator der Bombe, aber nicht wegen seiner Formel E gleich M mal C Quadrat. Die hatte direkt nichts mit der Herstellung der Bombe zu tun. Vielmehr war es ein Brief an Roosevelt, in dem es hieß, die Deutschen sind wahrscheinlich dabei, sie herzustellen. Er bedauerte sein Leben lang, diesen Brief abgeschickt zu haben. Denn die Deutschen waren am Ende des Krieges noch weit davon entfernt. Die Forschungen, die an Einsteins Gleichung anknüpften, führten zur Herstellung einer Massenvernichtungswaffe. Aber E gleich mc Quadrat ist auch ein Beitrag, um dem Geheimnis der Schöpfung auf die Spur zu kommen. Auf Einsteins berühmter Gleichung aufbauend, wird heute versucht, die letzten Geheimnisse unserer Materie zu erforschen. So hofft man, die Antwort auf die Frage aller Fragen zu finden: Woher kommen wir? In den Teilchenbeschleunigern stoßen mikroskopisch kleine Teilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinander. Mit solchen Experimenten will man auch versuchen, die Bedingungen beim Urknall nachzubilden.
Die Vorstellung vom Urknall geht auf die spezielle Relativitätstheorie, also auf die Formel E gleich M mal C Quadrat zurück. Um 1930 entdeckte man, dass die Sterne aus ihrem Inneren Energie freisetzen. Sie verwandeln einen Teil ihrer Masse, vor allem Wasserstoff, in Energie. Der Urknall erzählt uns die Geschichte des Universums. Dabei geht es um eine gigantische Abkühlung und Ausdehnung des Raumes. Mit der Ausdehnung kommt es zu einer schrittweisen Abkühlung. Dabei entstehen die ersten kleinen Materieteilchen, aus denen sich später die ersten Sterne und Galaxien bilden. Unsere Sonne ist ein gigantischer Ofen, der nach dem Prinzip von E gleich M mal C Quadrat funktioniert. Jede Sekunde verbraucht er 4 Millionen Tonnen Masse, die er als Energie abstrahlt und so unser Sonnensystem mit Wärme und Licht versorgt. Sterne wandeln nicht nur Energie nach dem Prinzip von E gleich MC Quadrat um. Durch den Umwandlungsprozess entsteht auch Leben. Stirbt eine Sonne, treiben ihre Reste im All. Geraten die in das Gravitationsfeld eines anderen Sterns, entsteht vielleicht ein Planet. Wir Menschen und unsere Erde bestehen aus Sternenstaub, sind also ein Produkt von E gleich MC Quadrat. Die berühmteste Gleichung der Welt war das Ergebnis eines langen, manchmal schmerzlichen Weges, den andere große Forscher erst ermöglicht hatten. E gleich MC Quadrat ist der Schlüssel zum Verständnis des Universums. Einsteins große Idee.